Ich wollte es eigentlich nicht machen. Aber was man nicht machen will, macht man vielleicht trotzdem und alles ist gut. Ich hatte auf meiner rechten oder habe auf meiner rechten Seite meiner Anlage einen Bereich vor den Arkaden, der mir immer noch ein bisschen unliebsam war. Und um den will ich mich heute mal kümmern. Und damit recht herzlich willkommen zum Video 157. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für dich da und zeige dir, was ich letzte Woche auf meiner Modellbahn Schönes gemacht habe. Ich bin Uli und los geht's. Wir sehen es im Hintergrund schon, ich habe Bäumchen gemacht, ich habe Bäumchen beschnitten. Und zwar, hier sehen wir sie nochmal direkt. Im Hintergrund sehen wir das Original. Das sind die Bäumchen, die ich oben so gekauft habe, wie sie sind. Und ich hatte es vor zwei, drei Videos, hatte ich das schon mal angeschnitten, habe ich das ein paar Bäumchen beschnippelt. Das möchte ich hier nochmal aufgreifen, das Thema. Wenn verschiedene Hinweise immer zum Video sind, ihr kennt es, steht oben oder unten immer irgendwo noch ein Hinweistext, so wie das hier gerade der Fall ist. Das könnt ihr euch gerne durchlesen, weil ich erzähle meistens was anderes, als wir gerade im Hintergrund sehen. Ein bisschen typisch Uli, aber okay, was soll's. Und diese chinesischen Bäumchen, oder ich weiß doch, die sind aus China, wo sollen die sonst her sein? Die sehen an sich recht nett aus. Ich habe es damals schon gesagt und ich sage es wieder, wenn wir uns die hier im Hintergrund mal anschauen, die sind nicht verkehrt. Aber die sehen aus wie einer der andere, wie aus dem Ei gepellt, wie, ja, so wie sie halt da lagen. Alles hier links, sehen wir sie nochmal in der Tüte drin. Die sind nicht teuer. 80 Bäume, ich glaube 30 Euro habe ich bezahlt für 80 Stück. Das ist nicht teuer, aber kriege ich in Deutschland, wenn ich vernünftige Bäume mehr kaufe, ja vielleicht 5 Stück oder irgend sowas in der Art. Übertrieben gesehen oder vielleicht sogar, bei manchen stimmt es sogar. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mir diese Bäumchen gekauft, habe sie beschnitten. Man sieht jetzt, oder man hat es ja eben gesehen, habe als positiven Nebeneffekt jede Menge von diesem Grün übrig, was ich auch noch verarbeiten kann. Das kann ich irgendwo mit an Gebäude anbringen, an irgendwas. Da kann man kleine Büsche draus bauen. Was weiß ich, da gibt es so viele Möglichkeiten, die ich damit mit den übergebliebenen Schnipseln machen kann. Das sind zwei Becher voll. Das ist richtig viel, was ich da übrig habe. Ganz, ganz tolles Zeug, was ich damit vorhaben kann, wenn ich es denn möchte. Hier sehen wir es nochmal. Ich habe verschiedene Arbeitsschritte hier so mal ein bisschen durcheinander gebracht. Ich habe insgesamt 320 Bäume bearbeitet, so wie wir das im Hintergrund hier sehen. Das heißt, ich musste 320 Bäume, warum 320? Weil ich die Tüten so gekauft habe. 80, 80, 80, was weiß ich, sind 320. Jedenfalls ein ganzer Sack Bäume, die ich da habe, die ich da bearbeitet habe. Das war eine Fleißarbeit und deswegen berichte ich heute nur über Bäume. Mehr schafft man in der Woche nicht, es geht nicht. Aber ich finde, nachdem ich die beschnippelt habe, wie wir das hier sehen, und jetzt tauche ich die an meine selbst zusammengemischte Farbe, der ich sogar noch Weißleim reinmache. Deswegen ist die Farbe hier etwas heller, als sie nachher sein wird. Weißleim, das wisst ihr alle, trocknet ja klar aus. Also wird die Farbe wieder dunkel, so wie sie im Ursprung war. Und ich habe nachher auch relativ dunkle Fichten, Kiefern, was weiß ich, was das ist, was ich da baue. Mir gefällt es jedenfalls. Ich habe mal ein Bild eingeblendet gehabt, wo man sieht, wie die im Original aussehen, im Wald. Das brauchte ich eigentlich nicht, weil das weiß ja wahrscheinlich sowieso jeder. Und und hier habe ich es nochmal hingeschrieben. Ich bin ja gerade im zweiten Schwung, nachdem ich den ersten Teil da schon fertig habe. Wie gesagt, 320 Bäumchen, die wollen bearbeitet werden. Und natürlich habe ich auch in der Phase des Bauens der Bäume, ein wunderschöner Satz, meine Technik. Ihr seht, ich quetsche das gerade mit den Fingern vorne so rum, um die Bäume in Form zu bringen. Der Vorteil des Weißleims, den ich einmische, ist, man kann die wunderbar einformen. Was ich nicht machen werde, da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, das sehe ich bei vielen, vielen anderen Modellbau-Bäumchen, die so im Internet gezeigt werden, die werden berieselt mit Streu und was auch immer. Jetzt stelle ich mir mal was anderes vor. Ich beriesele meine Bäumchen, Tannen, Kiefern, Fichten, was auch immer, mit Streu. Freue mich, dass es schön aussieht, ist aber null maßstabsgerecht. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe eine Figur von 11 mm Höhe, habe einen Baum und habe da solche Nadeln übertrieben gesammelt. Also wenn ich das mal sehe, dann wären die Nadeln, die dieser Baum besitzt, ich steigere mich gerade rein, da haben die Nadeln einen Meter länger zum Schluss oder was.
Das geht nicht. Und deswegen habe ich mich für diese Technik entschieden, die ich jetzt hier anwende. Mit der Farbe, mit dem Weißleim lasse ich schön trocknen. Die Bäume werden öfters mal gedreht beim Trocknen. Das habe ich jetzt hier nicht gezeigt. Und zum Schluss nehme ich die, wie wir es hier sehen, wir übrigens der Abschnitt einer von diesen beiden Behältern, nehme ich die zum Schluss, wenn das getrocknet ist, und kann das wunderbar formen da oben. Ja, wie gesagt, ich möchte nicht die einzelnen Nadeln sehen, das funktioniert nicht. Da bin ich zumindest der Meinung, wenn ich im Scale baue, das heißt, wenn ich 1 zu 160 baue, kann ich keine Nadeln simulieren, die einen Meter lang werden unterm Strich oder vielleicht noch länger. Also ich habe, wenn ich im Wald gehe, noch nie gesehen, dass eine Nadelbaum einen Meter lange Nadeln hat. Ja, wie auch immer. Hier sehen wir nochmal, hier habe ich noch einen anderen Schwung Farbe gemacht. Hier habe ich ein bisschen mehr von diesem Ocker reingemacht und habe diesen Ocker relativ schlecht untergerührt. Das war Absicht, so dass der Ocker sich unten fängt oder ein bisschen absetzt. Also ich habe das nicht wirklich jetzt wie ein Doofer da eingemischt. Wasser nehme ich über mein Pinselwasser, das kann ruhig dreckig sein, umso besser ist es, je mehr ich da Dreck reinmache, umso mehr Nuancen kriege ich natürlich, schönes Wort, ja, bekomme ich natürlich da rein. Und wenn ich das jetzt schlecht mache, wir sehen es am Pinsel, da bleiben immer so kleine ockerfarbene Pigmente auf dem Pinsel sitzen. Ja, das muss man so ein bisschen im Gefühl haben, dass man das nicht wirklich einmischt, das irgendwie elektrisch oder sowas. Und ihr seht jetzt, der Pinsel hat überall diese ockerfarbenen Flecken dran. Und das bleibt natürlich, wenn ich jetzt die Bäume tunke, auch, wie gesagt, ein bisschen im Gefühl. Jetzt habe ich hier noch mit dem Stäbchen ein bisschen weiter gerührt, so dass man irgendwann sagen kann, jetzt passt das irgendwo. Es bringt mir nichts, wenn der Kopf, hier sieht man es wieder schön, wenn der Kopf von dem Baum, also den ich eigentlich behalten will, wenn der komplett ockerfarben ist. Das geht natürlich auch nicht. Das muss schon irgendwo natürlich aussehen zum Schluss. Und damit wollte ich simulieren, dass es auch abgestorbene Äste gibt, dass es auch abgestorbene Bereiche gibt. Da mache ich vielleicht ein Fleckchen, wenn ich nachher meinen Wald baue, was ja in einer der nächsten Videos kommt, mache ich vielleicht auch ein Eck, wo es an eine Fabrik rangeht oder sowas, wo die Bäume bisschen beschädigter sind, bisschen trockener sind oder wie auch immer. Hier sehen wir es jetzt schön. An diesen Bäumchen bleibt das etwas mehr haften. Finde ich recht nett. Und wenn man das mit einem Pinsel so von unten betupft, dann ist es auch nicht so mehr von unten gelb und von oben grün. Also finde ich super, ja. Und deswegen bin ich für dieses Berieseln nicht, weil wenn ich jetzt das beriesele, dann das passt irgendwo nicht so richtig. Und deswegen habe ich es mal wahrscheinlich wieder ein bisschen übertrieben, indem ich jetzt wirklich jeden einzelnen Baum nicht mit der Sprühflasche schön gleich wird. Nein, das muss Farbe, das muss richtig, das muss dicke Farbe drauf, das muss ungleichmäßig sein, das muss alles irgendwo nicht so homogen aussehen. Ja, das ist nichts, wenn ein Bäumchen wie das andere aussieht. Und deswegen behandle ich jeden einzelnen Baum. Und ihr werdet es auch noch sehen im nächsten Schritt. Schreibe ich hier noch hin, das dunkelt nach. Was wir jetzt zu hell sehen, das wird nachher noch schön dunkel und satt grün irgendwo. Und auch eben nicht jeder Baum wie der andere. Jeder sieht, wenn ich die nachher hinstelle, anders aus. Wenn ich die Grünteile mache, die Stiele, die Stämme, die waren schwarz bei diesen Bäumen. Ja, okay, gehe ich jetzt in den Wald, schaue mir so einen Baum an, die haben schwarzbraune Rinde irgendwo. Ganz so wollte ich es nicht haben, weil ich jetzt hier wieder sage, ich bin auf der Modellbahn. Und ich muss auch was sehen, wenn ich davor stehe. Wenn ich das jetzt alles dunkelbraun bis schwarz mache, dann hätte ich sie auch so lassen können. Ja, dann sind die dunkelbraun bis schwarz. Damit ich aber einen gewissen Kontrast habe, wenn ich da was mache, kommen ja noch Laubbäume später und sowas mit eingemischt, Büsche kommen dann noch dazwischen und es wird ein richtiger, dicker, fetter Wald werden. Dann würde man die Stämme von den Bäumen gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Und das wollte ich auch nicht. Ja? Deswegen sind die etwas heller, als sie vielleicht in der Natur sind, was aber gar nicht weiter schlimm ist. Ich habe nachher, oder wir haben es eben kurz vorher gesehen, noch eine Wash mit eingemischt bei manchen Bäumen. Bei manchen habe ich es so etwas heller gemacht, bei manchen ein bisschen dunkler. Auch das wird vermischt. Das wird wiederum mit diesen ockerfarbenen Bäumchen vermischt, sodass ich wirklich eine wilde Mischung irgendwo habe, die man dann einsetzen kann. Hier sehen wir noch mal grob den Unterschied. Links der Originalbaum, manch ein Mag der besser gefallen, völlig in Ordnung, kann durchaus sein. Hier sehen wir meine bearbeiteten Bäumchen, in der Mitte der unbemalte Stamm, rechts ist der bemalte Stamm und ich habe es wirklich so gemacht, dass jeder Baum anders aussieht. Manche sind komplett kahl und dann oben erst ihre Teile dran. Hier sehen wir es mal schön im Hintergrund. Das ist natürlich, bitte vergesst es nicht, das ist eine absolute Nahaufnahme. Das ist wirklich da direkt diese 5 cm davor.
Wenn man weiter weg, hier sieht man es rechts da unten, wie natürlich sich so ein bisschen, wie man so einen Wald sich vorstellen kann. Hier soll das übrigens hin, das soll bis hoch gehen. Und deswegen brauche ich auch so wie Bäumchen. Ich vermute mal, dass selbst die Anzahl der Bäume nicht ausreichen muss. Also ich werfe, hier haben wir schon den nächsten Schwung. Ja, Uli typisch, ne? Hat er gleich wieder zwei Tüten nachgekauft. Okay, die müssen auch noch bearbeitet werden. Keine Sorge, werde ich euch auch nicht mal separat zeigen. Das werde ich maximal zeigen, wenn ich den Wald mache. Natürlich der Untergrund, da ist ja die grüne Platte. Das kann ja nicht so gerade bleiben. Da muss ja noch ein bisschen was passieren. Und das ist ja erstmal nur vorbereitet jetzt. Ich habe auch was anderes noch schon vorbereitet für wahrscheinlich nächste Woche. Da geht es mal wieder um Elektronik oder irgend sowas in der Art. Muss ich mal gucken. Also ihr kennt mir immer ein bisschen wild gemischt, dass man nicht so 4-5 Folgen immer dasselbe bringt. Aber ich denke, das kann man so stehen lassen. Wenn das nachher ein schöner Wald wird mit einem Waldweg dazwischen oder was weiß ich, was mir alles so einfallen wird, das kommt ja erst beim Bauen. Wie gesagt, das sollte ich bis hochziehen, bis eben an die Gleise oben wieder ran davor, dass ich die Platte, die ich abnehmen kann, dass ich die Arkaden unten reingreifen kann, soll eben auch sein. Natürlich der Wald ein bisschen vorne etwas niedriger dann und angepasst irgendwo alles. Hier sehen wir die relativ hellen Stämme, die ich haben wollte. Ja gut, hier ist noch viel Licht dabei durch die Kamera. Ja, das ist vielleicht auch zu hell jetzt in dem Moment. Aber ich finde das schon mal ganz angebracht. Und hier vorne, wenn eine schöne Böschung drauf ist, und dann passt das irgendwo schon. Wenn wir uns das jetzt hier, hier sind wir wirklich wahrscheinlich 3-4 Zentimeter entfernt von den ganzen. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Man hat die schwarzen Streifen in den Stämmen mit drin. Ich habe die Äste immer ein bisschen stehen lassen, dass es eben auch wirklich wie im Wald wirkt, dass die Äste dann eben so dastehen und also so an den Bäumen, an den Stämmen so dran sind an der Seite und oben eben diese Masse an Grün. Wie gesagt, das möchte ich nicht, dass das eben alles einzeln absteht und kleine Spieker hier vom Streu zu sehen sind, weil wenn ich jetzt tatsächlich im Preiserlein daneben stehe, passt das nicht. Das muss irgendwo ein bisschen hinhauen. Und deswegen habe ich mich für diese Technik entschieden. Ich hoffe, vielleicht jemanden auch inspiriert zu haben, damit der das auch so machen möchte. Und damit würde ich sagen, war es das für die Woche. Wir sehen uns in der nächsten Woche, Freitag 16 Uhr wieder. Macht's schön gut. Bis dahin, euer Uli. Tschüss.